Guten Morgen zusammen. Das ist der zweite Fisch des Morgens. Ich angle hier an einem glasklaren Baggersee, benutze aktuell die Kontur in 0,35. Eine nahezu unsichtbare Schnur, perfekt für die Bedingungen heute. Wir haben einige Schnüre bei uns in der Corder Range und ich werde euch heute einen Einblick geben, wann und wo ich welche Schnüre einsetze. Ich setze an diesem Gewässer auf die Kontur, weil ich an einer stark abfallenden Kante angel, auf 5 Meter Wassertiefe, kristallklares Wasser, und ich eben möchte, dass meine Schnur erstmal absinkt wie ein Stein, sich den Bodenbegebenheiten anpasst und eben gleichzeitig unsichtbar für die Fische bleibt. Kontur hat unter Wasser die gleiche Lichtbrechung wie Wasser und wird dazu wirklich unsichtbar für den Fisch. Wir bringen jetzt die Kontur in 0,35 und 0,37 raus, um eben auch in anspruchsvolleren Situationen reagieren zu können. Kontur kann man auch benutzen, wenn man zum Beispiel eine geflochtene Hauptschnur verwendet, eben dann als, ich sage einfach mal als Schlagschnur, die ersten 50 Meter, um eben wirklich dann auch die letzten Meter abgetarnt da liegen zu haben. Die Kontur ist keine wirkliche Wurfschnur. Und daher reichen diese 200 Meter voll und ganz. Man wirft ja im Maximum, ich sage jetzt einfach mal 100 Meter in etwa, aber durch ihre perfekten Sinkeigenschaften reicht das auch. Die legt sich halt wirklich dann auf den Grund, ist aus der Zone raus, wo die Fische das Futter suchen, wo sie über den Grund drüber gehen. Und ich denke, dadurch reichen diese 200 Meter auf jeden Fall dicker aus. Subline ist die erste Schnur, die ich aus der Corder-Serie benutzt habe. Jahrelang, die habe ich wirklich sehr lange gefischt und intensiv. Und das ist eine Schnur, die wirklich für mich die perfekten Eigenschaften mitbringt. Sie ist super geschmeidig, sie hat eine gute Tragkraft, sie hat eine hohe Abriebfestigkeit und lässt sich auch hervorragend werfen. Ist halt eine super benutzerfreundliche Schnur, mit der man eigentlich nichts verkehrt machen kann. Die Subline ist in verschiedenen Stärken erhältlich, in 0,30, 0,35, 0,40 und 0,43. Und die gibt es eben auch in zwei verschiedenen Farben. Die gibt es einmal in Braun und einmal in Grün. Die Touchdown kam für mich das erste Mal zum Einsatz, kurz nachdem die erschienen ist. Ich war einfach neugierig und wollte wissen, wie ist die Schnur, ist die wirklich so, wie sie beschrieben wurde. Und es ist wirklich so. Ich bin absolut begeistert und überzeugt von der Schnur. Die Touchdown hat halt sehr wenig Dehnung im Vergleich zur Subline, ist etwas steifer, aber gibt mir dadurch eben gerade bei weiten Würfen ein richtig gutes Feedback, wo mein Blei gerade gelandet ist. Ob jetzt auf hartem Boden durch einen richtigen Tong oder eben ob ich jetzt ins Kraut reingeworfen habe, das gibt mir halt Sicherheit, dass meine Montage vernünftig und fangbereit liegt. Die Touchdown kommt genauso wie die Subline in 0,30, 0,35, 0,40 und 0,43. Und in den Farben Braun und Grün. Carbline ist die günstigste Schnur in der Corder Range. Steht den anderen Hightech-Schnüren aber in nichts nach. Also sie hat trotzdem eine gute Sinkeigenschaft, eine gute Wurfeigenschaft. Eignet sich aber halt dadurch, dass sie eben was günstiger ist, gerade für die Leute, die in Kanälen oder Flüssen angeln oder also, weil sie die Schnur eben oft wechseln müssen. Oder wenn man eben in Urlaub fährt, will die Schnüre mit, die Spulen mit neuen Schnüren bespult haben, dass man eben dann auch nicht zu tief in die Tasche greifen muss. Was natürlich sein kann, dass die Schnur nach dem Urlaub eben ja, kaputt geangelt ist und eben wieder runter muss. Und dann tut es in der Geldbörse halt nicht so weh. Carbline ist genauso wie die anderen Schnüre in 0,30, 0,35, 0,40 und 0,43 erhältlich und deckt da im Prinzip mit ihrem Durchmesser alle Bereiche ab, die man braucht.